Was kann ich für dich tun? Ich habe da noch ein paar Sklaven, die ich nicht loswerde. Hör zu, Aldo ist ganz verrückt nach alten Artefakten. Er hat bereits einige Sklaven von mir gekauft, die er buddeln lässt. Und? Das Problem ist, in den Ruinen gibt es Gefahren. Gefahren, die Sklaven auffressen. Solange die Ruinen nicht sicher sind, wird Aldo auch keine weiteren Sklaven kaufen. Mhm. Verstehe. Ich werde mir mal die Ruinen ansehen. Mach das. Wenn Aldo meine Sklaven kauft, kriegst du deinen Teil ab. Danke. Willkommen in Bakaresh, Pilger. Ich bin Ashnu. Wenn du Informationen brauchst, meine sind Gold wert. Okay, komm. Was kannst du mir über den Tempel sagen? Der Tempel ist das Heiligtum Belials. Wir spenden den Schwarzmagiern Gold, auf das sie seinen allmächtigen Zorn besänftigen. Wenn du beten willst, wirst du mit der Statue unten Vorlieb nehmen. Der Tempel bleibt allen Fremden verschlossen. Und nur Amul alleine entscheidet, wer den Tempel betreten darf, oh Pilger. Was kann ich tun, damit mich Amul in den Tempel lässt? Du kannst natürlich für Silvio arbeiten. Vorausgesetzt, du bist ein gesetzestreuer, starker Sohn des Kampfes. Dann kannst du auch in der Arena kämpfen. Und? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Nun, wir Händler aus der Stadt müssen den Schwarzmagiern unseren Tribut zukommen lassen. Wenn du Amul unser Gold übergibst, wird er sehen, dass du unser Vertrauen genießt. Lasst mich Amul euren Tribut bringen. Natürlich werde ich deinen Wunsch unterstützen, Sohn der Großzügigkeit. Also dann, was ist zu tun? Du musst Jafar, Carlos und Aldo überzeugen. Okay. Wenn sie ihr Einverständnis geben, komm wieder zu mir. Dann überreiche ich dir den Tribut. Kriegen wir hin. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Damit er dich in den Tempel lässt? Genau. Erledige die Sache mit den Ruinen. Dann habe ich nichts dagegen. Okay, das machen wir. Ich bin Ahmed. Ahmed der Vielseitige. Du kennst dich mit Waffen aus? Ich beherrsche verschiedene Kampfstile. Wenn du Gold hast, bringe ich dir was bei. Ja, super. Dumme Frage. Gibt es einen Perk? Mehr Tränke, Gifthersteller, wo wir mehr von den Tränken quasi haben. Okay, gut. Komplett ausplündern, meucheln. Nee, also dann gibt es dann sowas in die Richtung nicht mehr. Oh, ich überlege, ob wir hier irgendwas noch von machen. Robe verbessern. Robe verbessern wäre vielleicht noch was, ne? Wir haben gerade Resistenz vor Kälte. Krankheiten, Gifte könnten immer noch mal machen. Meisterschlösser, Kampf mit zwei Klingen, das werden wir ja gar nicht brauchen, also wenn überhaupt, dann das, ja, aber da brauchen wir Stärke von 300, die haben wir halt einfach nicht. Okay, ich muss noch mit Jaffa reden. Ich will euren Tribut zu Amul bringen. Ach ja? Können wir dir denn überhaupt vertrauen? Vielleicht arbeitest du ja für die Nomaden. Und versuchst, dich hier in Bakaresh beliebt zu machen, um unser Gold zu stehlen. Also, was verlangst du? Ich denke, wir sollten dir unser Gold nur anvertrauen, wenn du außerhalb von Bakaresh gute Geschäfte gemacht hast. Was kannst du vorweisen? Ich habe für Sancho gearbeitet. Mit Sancho hat ja wohl schon jeder von uns Geschäfte gemacht. Das reicht mir nicht. Ich kann eine Menge Empfehlungen vorweisen. Reicht dir das? Ja, du weißt, wie man Geschäfte macht. Also einen Mann wie dich können wir unbesorgt zu Amul schicken. Gut. Einen haben wir. Und er braucht das mit den... Ich will Amul euren Tribut bringen. Du willst unser Gold abgeben. Damit wirst du in der Gunst der Schwarzmagier steigen. Genau darum geht's. Ah, das gefällt mir. Aber dir ist doch sicher klar, dass du nicht der Einzige bist, der das will. Also, was schlägst du vor?
Du machst ein Geschäft mit Amul und schuldest mir einen Gefallen. Moment, was ist das für ein Gefallen? Wenn du Zugang zum Tempel hast, wirst du mich dem Schwarzmagier Sigmor empfehlen. Ich soll dich empfehlen? Ja, genau. Erzähl ihm, was für ein tüchtiger Mann ich bin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich verlasse mich auf dich, Sohn der Gefälligkeiten. Okay, gut. Nur ein Gefallen. Ach, nennen wir es nur ein Gefallen. Dietrich erhalten. Hallo, Löwe. Hey. So, Löwenfell, Klauen und Zähne. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, was wir hier so bekommen. Da ist nichts zu holen. Ah, ja. Ein Schakal. Ein Schakal. Ein Schakal. Löwen. Wilde Löwen. Aua. Okay, da ist noch ein Schakal. Also die... Hier ist ja noch ein Schakal. Und noch ein Schakal. Und noch ein Schakal. Oh, oh. Ich brauche Mana. Hier ist ein kleines Problemchen. Aua. Okay. Puh. Glück gehabt. Okay, dann haben wir hier noch einen Löwen. Ja, noch ein paar Schakale, die wir noch ausnehmen können. Hier sind ein paar lebende Schakale, die wir gleich noch ausnehmen können. Sind da noch... Ah. So nah? Dass noch so nah Schakale laufen, das ist schon ungewöhnlich, finde ich. Eine alte Schatulle. Müssen wir hier diese nichts mehr zu holen. Alten Schatullen suchen oder was? War das so? Oder egal in welchen Ruinen. Nicht, ist nichts. Gucken wir uns dann einfach mal um. Vielleicht findet man ja noch was. Ist nichts. Ist nix. Also hier scheint jetzt nicht noch mehr zu sein. So vom ersten Blick. Aber hier scheint es noch mehr Ruinen zu geben. Kann das sein? Den großen Tempel. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Hier werden wir gleich Nein bekommen. Komm, gib's mir. Sag schon. Was muss ich tun, damit du mich in den Tempel lässt? Du wirst den Tempel erst betreten, wenn Amul es dir gestattet. Okay. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Die hier sind noch Ruinen. Hier waren wir noch nicht. Geschäfte machen, müssen ihren Tribut zahlen. Denn was aber nützt euer Gold im Angesicht von Belias unerbittlichem Zorn? Das ist eine gute Frage, was uns das Geld bringt. Oben ist irgendwas. Gehen wir mal gucken, ha? Oh. Hallöchen. So. Lasst euch mal schmecken. So, kommt da noch was? Ich mag euch sind ja in dem Fall keine Minecrawler, sondern Sandcrawler. Ich mag euch nicht. Hier gibt's Morgentau wieder ohne Ende. Ist einfach nur alles Investitionen in die Zukunft. Hallöchen. Hello again, sage ich dann nur. Wieder so stinkende Dämonenpilze. Ihr fragt euch, warum ich die sammel. Oh. Moment. Ja, das ist der Crawler. Haben wir irgendwas gemacht?
was die jetzt nicht erwartet haben. Hat mir keiner gesagt, dass ich das machen soll. Hab's aber gemacht. So. Gut, damit haben wir wieder ein bisschen, ja, bisschen Aufwind bekommen, ne? Nee? So. Da waren wir ja schon. Hier oben gibt's sonst nichts mehr. Was ist denn? Das ist noch so eine Insel, okay. Interessant. Jemand soll im Norden ja noch einen Pass beschützen. Gehen wir da jetzt mal hin. Da vorne ist jemand. Da sagt er, gut oder schlecht. Hey. Hey Mann, mach keinen Scheiß. Was? Yes. Lauf nicht hier rum. Warum nicht? Da sind räuberische Nomaden, die jeden sofort angreifen, den sie sehen. Außerdem gibt's da hinten viele Lurker. Und wenn ich viele sage, dann meine ich verdammt viele. Wir können nur hoffen, dass sich dort alle gegenseitig umbringen. Oh Gott. Ich komme, um deinen Bericht zu holen. Tja, Silvio schickt dich. Richtig? Ja. Genau. Ich kann dir den Bericht nicht geben. Wenn Silvio erfährt, was hier los ist, macht er mich einen Kopf kürzer. Also? Also hilf mir, mit den Nomaden fertig zu werden. Dann bekommt Silvio seinen Bericht. Alles klar. Erzähl mir alles über die Nomaden. Es sind nur eine Handvoll, aber sie sind schwer bewaffnet. Wir haben sie beobachtet. Sie hocken in einer Höhle, gleich hier vorne. Dann lass uns sie fertig machen. Bist du verrückt? Das sind Nomaden. Ich sage dir was, lock sie raus. Dann machen wir sie hier fertig. Du bist mir einer. Was soll ich die denn hierher locken? Wenn die mir auf den Sack gehen, kriegen die ein paar auf die Guschen. Ich mach dich fertig. Hi. Hier kommen noch ein paar Lurker rein. Rasarus. Kumpel. Das ist doch alles kein Problem. Alles schon erledigt. Muss mir gar nicht helfen. So. Trank der Konzentration. Okay, das ist, ist aber nett. Nochmal 8 Mana-Punkte. Also die 8 Mana-Punkte lasse ich mir nicht nehmen. Die kommen erstmal rein da. 414 Mana, das ist auch schon ordentlich was. Ach komm, geh drauf. Gehen wir hier auf den Keks da hinten. Hab das alles alleine erledigt. Die Nomaden sind erledigt. Junge, Junge, das hast du gut gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Die Stadt Bakaresch möchte sich damit für deine Hilfe bedanken. Gerne. Gib mir deinen Bericht. Was ist mit deinem Bericht? Hey, Mann, kein Problem. Geh zu Silvio und sag ihm, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Gut, jetzt haben wir sie unter Kontrolle. Perfekt. Wo ist Bakaresch? Das ist Bakaresch. Ich teleportiere mich einfach mal da hinten hin. Ist ein viel kürzerer Weg für uns. Ich bringe Akrabors Bericht. Und? Die Situation ist ruhig. Ich denke, wir wissen beide, dass wir das nicht Akrabor verdanken. Hier, für deine Arbeit soll es doch vielleicht bezahlt werden. Hast du noch was zu erledigen? Hinter der Arena sind wieder Sandkrawler aufgetaucht. Es werden immer mehr. Die Biester müssen irgendwo ein Nest haben. Also spür die Biester auf. Finde ihr verfluchtes Nest und räuchere sie aus. Ich bemühe mich. Ich habe mich um euer Crawler-Problem gekümmert. Ich gehe davon aus, dass du das ganze Nest ausgenommen hast. Klar. Du machst dich ganz gut bisher. Bleib dabei. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Haben wir gut hinbekommen. Ist er uns dankbar. Oh, ich habe geklaut. Nicht so nett. Egal. Moment, er hat jetzt noch irgendeine Mission gehabt. 3 Schatullen. Mhm. Ja. Okay. Haben wir hier... Die sammeln ja
hier ein bisschen rum. Gibt es hier diese Schatullen irgendwo noch? Da ist noch einer. Ideal. Es könnte... Ich gehe mal außen so ein bisschen rum gucken. Geh mal hier näher gucken. Ist hier was? Nee. Okay, also hier sieht das schon mal ganz sauber aus. Okay, hier hinten ist nichts. Uns fehlt nur noch eine Schatulle. Nee, hier ist nichts soweit. Also wir haben ja jetzt gelernt, die können auch außerhalb liegen. Und wir gucken jetzt mal von außen. Nein. Genau, hier nicht. Das haben wir schon gesehen. Da unten war auch nichts. Hier war auch nichts. Hier war auch nichts. Ist vielleicht hier was? Ganz simpel. So dumm es klingt. Nein. Hier ist ein Korb gewesen. Eine Schatulle. Ah ja, perfekt. Alle drei Schatullen hat er. Oh, der Turm sieht aber aus, als ob der gleich in die Luft geht, Hammer. Naja, passt schon. Einmal trinken und rüberrennen. Ich überlege gerade, was wir nochmal für den anderen da machen mussten. Hier sind deine Schatullen. Ah, bald werde ich der angesehenste Händler von Bakaresch sein. Gerne. Hier, das ist für dich. Dankeschön. Was wollte er nochmal? Aschnu. Wir haben das vielleicht hier. Ne, das war nicht Aschnu. Ah ja. Die Ruinen sind sicher. Keine Gefahr mehr für die Sklaven. Lass sie buddeln. Gut, ich werde Aldo ein Geschäft vorschlagen. Was dich angeht, du hast mir geholfen. Ich danke dir. Gerne. Und was den Tribut für Amul angeht, ich denke, wir können dir das anvertrauen. Super, danke, Aschnu. Ich habe die Händler überzeugt. Dann hast du ihr Vertrauen gewonnen. Gut, hier, dieses Gold soll Amul helfen, Beliars Zorn fernzuhalten. Und mach keinen Scheiß. Bring das Gold direkt zu Amul. Jo. Wenn du versuchst, damit abzuhauen, wirst du nicht lange Freude daran haben. Ja, ja. Alles gut. Du hast einen Tag Zeit. Amul ist hier vorne. Ich bring den Tribut der Händler. So ist es recht. Gib ihn den Magiern, auf das Sibelias zornigen Blick fernhalten. Perfekt, bitteschön. Nein, wir... Gut, dann gehen wir in die Arena. Wir sind das erwählte Volk. Für uns. Gegen wen kann ich antreten? Ah, ich präsentiere dir eine wunderbare Komposition der besten Wüstenkämpfer. Wir fangen an mit Irhabar, dem Blutigen. Er ist ein zäher Schweinehund, der seine Gegner gerne langsam fertig macht. Danach schicke ich dir Ahmed, den Vielseitigen. Es gibt kein Manöver, das er nicht beherrscht, keine Bewegung, die er nicht kennt. Und der krönende Abschluss ist unser Champion, der ungeschlagene König von Bakaresch, Mufasa, der Wilde. Er hat super in seiner Laufbahn über 100 Kämpfe ausgefochten und nur weniger als eine Handvoll verloren. Ja, dann? Gut, dann hau ich erst den Blutigen um. Ausgezeichnet! Der geheimnisvolle Kämpfer aus dem Norden! Hey, keine Sprüche. Lass mich einfach kämpfen. Danke. Dann versuch wenigstens gut auszusehen. Mann. Uns wird er belohnen. So. Einmal Schwert in die Hand und dann gib ihm.